Und ein herzliches Willkommen zurück zu Hellblade: Senua's Sacrifice. Ich bin von Lyria Gameplays als Hobby und ja, ganz ehrlich, hier durchs Tor sind wir gestiegen, genau, stimmt. Das hatten wir gemacht. Und jetzt müssen wir wohl hier lang. Nach einer längeren Pause. Ich habe jetzt God of War endlich durch. Ich habe es fertig. Sogar auf 100%. Ach scheiße, stimmt. Jetzt weiß ich wieder, wo ich stehen geblieben bin. Ich muss Runen finden. Dann gehen wir doch glatt nochmal hier zur Tür. Und aktivieren so gesehen die Runensuche. The Northmen of Hell worship the Devourers, insatiable gods of darkness. I come from Erin, Senua, where I once followed my own gods, the Tuatha De Danann. Why did you abandon your gods? Senua, I was a man of knowledge, not a warrior. To survive, okay, I hier müsste das hier irgendwo in der Nähe sein. Bad things. Like you, Senua. The man I once was has died. And when that happens, even gods you worship can die with you. Hat es was damit zu tun? Ah, ja, genau, so. Ah, cool, es hat gezählt. Sehr schön. Okay, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch das R. Das ist natürlich dann schon wieder schwieriger zu finden. Das war auf jeden Fall irgendwo hier hinten. Genau. Die Frage ist jetzt einfach nur, wo. Ich hatte hier das letzte Mal schon groß geguckt, aber irgendwie weiß ich einfach nicht, wo das sein soll, das eher. Okay, jetzt sind wir weg. Das muss hier wohl irgendwo sein. Die doofe Frage ist halt nur wo. Ich sehe nichts, was eher ähnlich wäre. Das ist echt nicht leicht. Okay, hier sind wir jetzt schon wieder weg. Hier ist es wieder in der Mitte. Also es kann nur hier irgendwo sein. Was könnte wie so ein R aussehen? Mann, ey, ich weiß es nicht.
Und dann muss ich das von dort oben aus sehen. Ich nehme an, ich muss es von dort oben aus sehen. Was ist denn jetzt los? Ach ja. Boah. Ja, das sieht man natürlich auch nicht, wenn man da unten steht. Das ist ja mies. So, also das Tor ist offen. Oh, ich muss mal husten. Und mal kurz was trinken. Okay, weiter geht's. Auf zum Tor. Mal schauen, was uns da dahinter erwartet. Mal gucken, ob ich das Kämpfen generell noch drauf habe. Achso, ja, das Feueropfer. Hallo? Ah. Ja, jetzt aber los hier. Na super. Oh, was ein Scheiß. Ja, weiter. Geh doch. So, diesmal halte ich aber echt lange aus. Wo ist das Tor? Da. Was? Nee, ich muss erst mal wieder reinkommen. Wow. Ich meine, jetzt müsste ich doch schon längst verbrannt sein hier. Eieiei. You say your world has collapsed. Good. Let it collapse. And have the courage to shed your tears. Raise your world to a prime! My world is dead. Only then
as with a newborn. Will you see the world anew? No, I see nothing now. Mhm. Okay. Noch mehr Burning Leiches. Wo muss ich hin? Wo geht's hier lang? Geht es schon wieder hoch? Oh, ein Fernguck. Ah ne, hier geht's lang. Wollte gerade sagen, wahrscheinlich für die nächsten Runen. Na super. Dann weiß ich ja, wo ich hin zu gehen habe. Nämlich hier hoch, um mindestens eine Rune davon zu sehen. In der Hinsicht könnten sie sich langsam was anderes einfallen lassen, als immer nur diese Runen. Das haben wir jetzt doch schon ziemlich oft gehabt. Tell me truth. How did you escape your darkness? Senua, once I found my purpose, I was no longer enslaved to the suffering I had to endure to reach it. Unclouded by fear, I could see it clearly in others. Even my captors feared the fire of Surt. And so, during one raid, I took my chance and ran, knowing that they would not follow. The fool ran into the fire. They left me for dead. Maybe they were right to. But here I am. Free. I'm glad I found you in the wilds. I wouldn't have made it without you. Ohne seine Hilfe wäre sie vielleicht niemals verrückt geworden. Ich weiß es nicht. Ich sehe hier oben jetzt auch wieder was. Jetzt ist nur wieder die doofe Frage, wo? Weil das ist nicht so leicht. Muss hier irgendwo sein. Hmm.
Leider weiß ich nicht wo. Hat es vielleicht irgendetwas mit diesem Ast hier zu tun? Ja klar, natürlich. Okay. Da fehlt uns noch eins. Das ist dann wahrscheinlich auf der anderen Seite. Ich habe gesehen, ich kann hier von diesem Gebäude zum nächsten Gebäude rüber. Hier muss es schon irgendwo sein. Okay, hinten wohl nicht. Oh. The Northmen say that at Ragnarok, the sons of Muspel will travel to battle in the ship called Naglfar, the corpse ship. And when the sons of Muspel leave the ship and ride to battle, it will be as though the sky had split open, and Surt will lead them. Wherever he goes, flame will erupt before him, and fires will burn behind him. Okay. Na, hoffentlich kommt es nicht so weit. Muss ich von der anderen Seite, sehe ich gerade. Machen wir erstmal das Tor hier auf. Wenn ich da eventuell dann durchrennen kann. Sobald ich dann logischerweise hier hinrennen muss. Geht, das Ding war jetzt wieder einfacher. So, da geht's schon mal nicht hoch. Also war es das hier schon? Etwas zum Sammeln gibt's ja eigentlich gar nicht, ne? Keine Ahnung, kann man die Truhen zum Beispiel... ich kann ja mein Schwert noch nicht mal schwingen. Es gibt eigentlich nur diese, ich sag jetzt mal, Meilensteine zu finden. Wo mir immer wieder so ein bisschen Geschichte erzählt wird. Aber mehr gibt es eigentlich nicht zu finden. Someone, if I can survive the fire of Surt and escape my darkness, then so can you. An sich eigentlich kein weiter schlimmer Weg, aber mit Sicherheit kommt mir wieder irgendetwas dazwischen oder sowas, keine Ahnung. Und ich muss irgendeinen Umweg machen. Oh, my God.
Ach so, ich brenne und muss weiter rennen. Okay. Bin ich denn jetzt tot? Nee, ich denke mal nicht. I'm sorry. I'm so sorry. This darkness takes everything. Everyone. Was ist los? Are you sure you want to do this? We can fight this together, side by side. We always do. This is my battle. I have to face it alone, away from here. Where will you go? I don't know. For how long? I don't know. I believe in you. You know that. Just promise me that you will come back to me. I want you to say it. I want you to say it. Back to you. I promise. Come on. Okay. Take his mark, and I will cheer you from the world and forever be your dead. You! Okay, destroy this is everything, everyone, but not me. Fight me now. Na super. Der ist groß, ich sehe nichts. Ich dachte, ich verbrenne da, wenn ich da stehen bleibe. Hab ich den schon? Yeah. Es
Zeig's ihm. Fall. Even the gods have their time. Yet we still go on. Why? I made a promise. And I will go to hell to keep it. I die free, knowing you will carry my stories with you. And the next, to fulfill yours. Then I will see you in hell. Be ready to face horror in the eye, as I have, to find your answers, your quest, your truth. Oh, eine Errungenschaft freigeschaltet. Extinguished oder so. Keine Ahnung. Okay. Hier gibt's wohl nichts. Nee. Okay, ich glaube, wir haben unsere Tür jetzt geöffnet. Das heißt, wir können wieder komplett zurück. Truth was a troubled man. Spreading this new form of darkness to new worlds. To my world. Wo muss ich lang? Ach, hier hängt er durch wahrscheinlich. Senua saw a deep connection form between the Northmen and the darkness. His tales of hell were true. Then that was the source of it. She learned everything she could from him. Until she too could see what he saw. Waren wir hier hinten schon? Scheint so. Wo muss ich lang? Okay, hier bin ich wieder. Scheiße. Alles klar, dann doch wieder hierher zurück. Schneller rennen kann sie leider nicht, tut mir echt leid. So, auch wenn er mich einmal umgestoßen hatte, also es ging ja doch relativ zügig und leicht. Wo geht's denn hier hin? Vielleicht bin ich hier richtig. So, nee, hier kam ich ja dann. Musste ich runter. Na gut, okay. Wir sind bei einer halben Stunde angekommen. Ja, das Spiel läuft natürlich ein bisschen langsamer als God of War, sage ich jetzt mal. Aber ist trotzdem ganz cool gemacht. Die Effekte sind klasse. Bin ich echt mal gespannt, wie es weitergeht. Ich bin generell gespannt, wie es endet. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das enden soll.
Na gut, okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr dürft mir gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr Fragen habt, fragt nur was in den Kommentaren logischerweise. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt und ihr wollt keinen weiteren Teil verpassen, ihr wisst ja, wie man mich abonnieren kann, wie man die Benachrichtigung aktivieren kann. Und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Teil oder bei einem anderen Let's Play. Und wünsche euch noch viel Spaß bei mir auf der Kanalseite oder generell auf YouTube. Und ja, das war's. Auf Wiedersehen. Das war Hellblade: Senua's Sacrifice mit von Löhr Gameplays als Hobby. Bis dann. Tschüss.